Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer, der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Nord im Ausnahmezustand. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren beim letzten Mal hier in Mission 6, war das, glaube ich, ja, Mission 6 des Add-ons. Und ja, wir haben uns hier beim letzten Mal aufgebaut, mussten uns hier immer wieder durchschleichen und haben das Ding aber geschafft. Und jo, Leute, dann würde ich sagen, wir haben beim nächsten Mal schon einiges von der Karte gesehen. Und ja, bauen unsere Armee auf und müssen die DJI platt machen. Wenn das alles ist, dann ist das ja relativ einfach. So, ich habe jetzt einiges an Gummipanzern. Ja, ich liebe meine Gummipanzer, ihr merkt das schon. Aha! Invasoren. Ja, ich hab da unten verteidigt, du Penner. Nix da. So, der Mammut, der fährt weg. Was macht denn der Mammut? Der will wieder hier mich anpissen, okay? Egal. Kommt, Leute, dann Sammler hier. Gut. Dann würde ich sagen, spare ich mal ein bisschen Kohle, tatsächlich. Und fress mich mal mit den Gummipanzern hier oben durch. Mal gucken, was das hier so bringt. So. Silos bitte hier hin. Macht dann jetzt da schon wieder? Die Invasoren da schon wieder, ey. So, meine Güte. Der versucht mich hier zu überraschen. Ja? Der versucht mich hier zu überraschen, Leute. Das schafft er aber nicht. So. Und ja, Leute. Nach wie vor Samstagabend. Wochenende läuft. Und das hier gefällt mir zwar gar nicht, aber nicht schlimm. So. Mach mit diesem Verteidigungsturm da weg. Und. Okay. Dann würde ich sagen. Das war's mit dem Turm. Sehr schön. Wie gesagt, Leute, Freitagabend, Wochenende steht vor der Tür. Ich habe mir ein schönes Frühradler, Frühkölsche Radler hingestellt. Und ja, genau, dann würde ich sagen, so lässt es sich doch starten und ich nippe mal einen kleinen Schluck. Wird gebaut. So, liebe Leute. Aber ich habe gerade gemerkt, das eine Kraftwerk, das reicht noch nicht mal, okay. Was zur Hölle? Warum hat der dieses Tiberiumfeld hier so extrem verteidigt? Ah, wartet mal. Das ist vielleicht, wo er sammelte. Das kann natürlich sein. Gut, dann würde ich sagen, lasse ich die mal da stehen. Das ist da, wo er sammelt. Und tschüss mit dem Sammler. So, weg damit. So, dann lass den mal rauskommen hier. So, und weg damit. So, liebe Leute, dann einfach über die Menike drüber fahren. Genau, und hier wegmachen. So. Genau, und drauf fahren. Zack. Das ist nämlich da, wo der Sack sammelt. Ja, ich verstehe schon. Okay. Dann würde ich sagen, baue ich einfach mal Flammenpanzer und mache den seinen Sammler mal platt. Zack. Sehr gut. Dann kann man den ja vielleicht sogar ausbluten lassen. Ne? Warte mal. Bevor ich die baue. Bau mal ein Motorrad. In Ordnung. Ja, der Hubschrauber, den stelle ich mal da oben hin. Und ja, liebe Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's wie immer sehr gut hier am Wochenende. Und freue mich hier wieder Command & Conquer mit euch zu spielen. Es ist ja wirklich das Dauerbrenner-Projekt hier sozusagen. Und das hat ja schon bald 100 Folgen. Das war ein längstes Let's Play-Projekt ever. Und was macht ihr denn da? Fahrt da doch doof, ey. So.
Und direkt weg da. Alles klar. So, dann guck ich mal bitte, ob der da reinkommt. Boah. Hohoho, der hat das aber übelst befestigt. Übelst befestigt und wir können... Was zur... So. Hallo? Mach doch den Invasor platt. Gott sei Dank. Der hat das aber richtig befestigt hier, ne? Merke ich gerade. Ey. Der hat das richtig befestigt. Na ja, gut, aber dann rolle ich halt einfach mit einer Übermacht an Flammenpanzern drüber und dann... nicht uncool, Leute. Sammlergebiete hier hoch. Mit einer Übermacht an Flammenpanzern plus Gummipanzern. Der hat da 6 Verteidigungstürme stehen, ey, meine Güte. Schon ordentlich, ja. Der sammelt noch irgendwo, ne? Der sagt, der sammelt noch irgendwo. Ah, so. Nix da. Blöder Mammut. So. Und weg damit. Zack. Weg mit dem Scheiß da. So, und bam. Was kommt da oben? Da oben hat er wieder Spawner-Einheiten. Okay. So. Wo fährt der Sammler hin? So, Sammler, weg damit. Weg mit dem. Ah, jetzt kommt er wieder hier. Kommt er wieder hier eingeschissen. So. Ich will den nur ein bisschen ärgern, Leute. Ich weiß, dass das hier oben eigentlich sinnlos ist. Upsi. Dass das hier oben eigentlich sinnlos ist, aber was soll ich... Ja, ich will den einfach nur ein bisschen nerven. Ja, wobei ich glaube, der macht mich hier gerade... ja, der macht mich hier kalt. Was zur... Ja, mein Gott. Ja, gut, okay. Aber ich habe ihm zumindest hier oben seine Kohle weggenommen. Das ist doch mal ordentlich. So. Gut, Leute. Ich habe schon meine 10 Flammenpanzer. Bam. So. Hier. So. Ich kann echt kein Dings bauen, ne? Das ist schade, Leute. Das ist echt schade, dass ich hier keinen Tempel bauen kann. Aber gut, das wäre sonst zu einfach, ne? Das wäre sonst zu einfach. Okay, bauen wir 10 Gummipanzer, bitte. Schon wieder so ein Kackmammut. Du kriegst ja die ganze Kohle her. Und bam hier. So. Meine Fresse ist schon ordentlich. So, dann. Meine Angriffsarmee. Da kommt er schon wieder mit Invasoren. Ja, das soll er mal versuchen, Leute. Das soll er mal versuchen. Ja, das kann er vergessen. Und genau, weg damit. Und weg mit dem Scheiß. Und bam. Sehr gut. So, liebe Leute. Dann gehen wir das mal weiter an, ne? Würde ich sagen. Ja. Aber bevor er mich da mit dem Mannequin anpisst, schick einmal einen Flammenpanzer rein. Na komm schon. Oder mach die zumindest weg hier, genau. Ah, Leute. Gut, dann kann ich weiterbauen. So. Was zur... Wieso hören die Grenadiere sich eigentlich an wie Panzer? Wie Panzerkugeln. So, Leute. Dann sammeln wir bitte hier vorne. Ich habe keinen Bock, dass der Mammut aktiv wird, ey. So, das muss doch nicht sein. Und zack. Sehr schön. Nein! Um Gottes Willen. Okay, Leute. Wir brauchen nur noch 4 Stück. 4 Gummipanzer. Ja, das reicht aber, glaube ich, nicht, ey. Ich muss hier eine Übermacht aufbauen, weil schaut euch diese Verteidigungsanlagen an. Meine F...
ist schon ordentlich, ey, ja. Dieser Verteidigungsmechanismus hier ist schon ordentlich. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, ich verstehe schon. Wir müssen aber hier einfach alles platt machen, ne? Ja, das ist. Wobei, wenn die Kohle so langsam nachwächst, ist das kacke. Aber wir haben hier noch so ein bisschen was. Ich werde mal speichern. Und mal einen Schluck trinken. So. Dann soll er es mal versuchen. So. Dann habe ich jetzt meine 10 Gummipanzer plus 10 Flammenpanzer. Alles klar. Ha! Ich wollte gerade sagen, der schießt noch nicht mal. So. Alles klar, ich würde sagen, in Betracht der Zeit auch so ein bisschen, lieber von oben rein, ha? Weil das hier ist mir zu viel zu befestigt, okay. Dann fahrt mal bitte da oben hin. So, schau dich das an. Meine Armee hier. Ja, so viele Einheiten sind das gar nicht, ne? Wird gebaut. 10, 10 nochmal. So, Leute. So viele Einheiten sind das gar nicht. Fahrt doch mal schneller nach da oben, ey. Mann, Mann, Mann. Verstärkungen sind eingetroffen. Sammler, sammel doch das hier oben weg. Wird gebaut. Wie blöd muss ein Sammler sein, ey, wirklich. So, zack, zack, zack. Und zack. Sehr gut. Verstärkungen sind eingetroffen. Dann kann ich nämlich gleich von da oben rein. Genau. Wobei zwei Angriffslinien hätten natürlich auch Style, ne? Ah, das ist die Öffnung größer, aber dafür sind hier vier Türme. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. So, aber den Sammler lasst. Gut, Leute. Ein Idiot hat da drauf geballert. Ja, dann kommt. Dann gehen wir mal da rein. Los. So, dann versuchen wir das mal. Kommt. Oh, er hat so befestigt. Meine Güte. Er hat so befestigt. Wow. So macht die Waffenfabrik im Arsch. Sehr gut. Und macht den Sammler platt. So, dann kriegt er jetzt zumindest schon mal kein Geld mehr. Nimm ihm seine Kohle weg. Ja, der baut noch nach hier. Der baut noch nach. So. Ja. Heftig, Leute. Heftig. Aber gut, ich glaube, das schaffen wir hier. Und bam. Mach den Bau weg. Kommt, Leute. Mach den Bau weg hier. Und fahr das Mannequin platt. Sehr gut. Sehr schön. Den Bau kriegen wir noch. Haha, geil. Da haben wir ihm schon den Zahn gezogen hier. Oh mein Gott. Da haben wir ihm schon den Zahn gezogen. Da kann er jetzt nichts mehr machen. Schaut's euch an. Und ich habe ja auch schon wieder eine kleine Armee. Geil. Komm. Den Sammler kriegt ihr ja wohl jetzt noch. Die Raffinerie kriegt ihr ja wohl noch. Rums, 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 rums. Ja. Nö. Och, ist doch nicht wahr. Ey. Ist doch ein Scherz. Ist doch echt ein Scherz. Ja gut, dann lass den seine Kohle halt dafür ausgeben. Mein Gott. Okay, danke. Sehr gut. Der Angriff lief doch schon mal gut. Der gibt jetzt seine ganze Kohle dafür aus. Ich meine, lass ihn machen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, nehme ich mir eine Gummipanzer und fahre mal nach da oben. Genau.
Ah, seht ihr das? Der gibt sein Geld aus dafür. Vielen Dank. Oh nein. Schade. Gut, aber die Silos werden immer leerer. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Gut, dann war diese Mission am Ende ja noch relativ easy. Komm schon. Dann war die ja echt noch relativ einfach, muss ich sagen. Also, da gab es schon schwerere Missionen im Add-on. Also wirklich. Wenn man weiß, dass man sich hier unten erst durchschleichen muss und dann nicht versucht, hier gegen die Panzer zu ballern, dann geht das auch. So. Und rein da los. Silos sind leer. Genau das wollte ich doch erreichen mit dem Mannequin. So. Und Bams. Boah. Sehr schön. Hier die Silos mal platt machen. Ja, die interessieren mich irgendwie nicht, diese Türme da. So, mach jetzt bitte diese scheiß Raffinerie weg. Ja, wobei die nerven schon. Wartet mal, die nerven schon hier. Mach die Energie platt, weil die nerven. So, Leute. Dann hier. So. Bam. Und schon funktionieren die nicht mehr, oder? Doch. Noch funktionieren sie. Ach, doof, Leute. Blöd. Ja gut, aber hier unten ist noch eine Energie. Die bitte auch noch platt machen und du gehst mal bitte aus der Reichweite. Ganz so blöd muss man sich ja dann auch nicht anstellen, ne? So, dann hier das Ding noch platt machen. Die funktionieren nämlich... Ha, seht ihr das? Die funktionieren nämlich nicht mehr. So. So, dann bam. Und diese Mannequin-Fabrik platt machen. Ha, geil. Dann haben wir dem schon auseinandergenommen hier. Sehr gut, Leute. Dann warte ich nämlich dann noch, bis meine Flammpanzer fertig werden. Und dann kriegen wir das hin, Leute. Die schaffen es tatsächlich, die Türme, ne? Aber dann... Nervt mich. So. Sehr schön, Leute. Kann ich mir unten vielleicht noch ein bisschen Kohle rausziehen, wa? Für die restlichen Panzer. In dem Dorf hier. Das könnte ich sogar machen, ja. Und sehr gut. Zack. Oh, da sind noch mehr. Warum befestigt er das denn hier so? Warum befestigt er das Dorf hier so? So, Leute. Das schaffe ich, komm, das schafft ihr. Ich brauche die Kohle, Mann. Und bam. So. Ah, sehr schön. Und bam. Sehr schön, Leute. Gut, da bin ich mal gespannt, was der hier beschützt. Oh, das ist gut. Dieser Fortschritt ist echt mega gut. Okay. Leute, dann... Würde ich sagen, mache ich nach dieser Mission auch schon die Folge zu Ende. Das hat ja auch schon wieder 2 Folgen gedauert, die Mission hier, ne? Das hat ja auch schon wieder 2 Folgen gedauert, ne? Gut, dann gucke ich da nochmal rein. Was er hier alles noch hat. So. Beziehungsweise, was der hier beschützt hat. Ne? Da ist bestimmt Kohle drin. Da ist eine Kiste, ne? Schaut euch das an, da ist... Ah, ich wusste es. Ich wusste es, dass da noch Kohle drin ist, ey. Mensch, okay, gut. Aber dann haben wir jetzt auch hier unsere Armee von Flammenpanzern. Sehr schön, Leute. Und mit denen werde ich jetzt hier reinholen. Sehr gut. Passt doch wunderbar, meine Güte. Ihr macht hier unten noch weiter platt. Ihr sollt das platt machen, nicht dahin fahren. So, Leute. Da kommt meine Flammenpanzerarmee. Geil. Oh, ich freue mich. Ich habe endlich mal schnelleren Fortschritt im Add-on. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich da jetzt... Kamelverkäufer. Interessant. Machen wir mal Uralt-Grafik hier. Kommt. Ach, du Scheiße, ey. So, Leute. Aber nee, das hier ist schon besser.
Alles klar. Dann macht ihr mal hier. So, dann rollt ihr mal hier rein. Und dann macht, zeigt ihr mal, was ihr könnt hier. Und bam, wie schnell die Dinger kaputt gehen, ey. Ist einfach so geil. Einfach so Hammer. So, Leute. Wunderbar. Macht ihr nochmal hier weiter? Weil nicht, dass ich das am Ende auch noch dort machen muss. Bumm und bumm, das war's schon. Ha, geil. Leute. Geil, okay, dann kann ich sogar in die nächste Mission nochmal reinspinsen. Ist natürlich geil. Ach ja, dieses Radler ist einfach herrlich. So, Leute. Gut, wir haben hier eine Wohnungsgalerie freischalten. Abschließend gewaltsame Übernahme. Würde ich sagen, machen wir das doch mal. Haben wir noch zwei Missionchen hier. Belagerungszustand. Oh Mann, das ist scheiße. Nein. Da will ich schon gar nicht rein. Na gut, was ist das hier? Bereit für Action und für Produktion. Ed del Castillo, Kanes Leutnant, bereit für die Action. Ed war der Produzent von der TV-Konflikt und Alarmstufe Rot sowie aller Filmsequenzen. Cool. Cooler Typ. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Belagerungszustand. Ich will nicht. Aber ich muss. Na gut. Okay. Wenn ich das schon sehe, wird mir schlecht. Wirklich, ey. Wenn ich das schon sehe, ey. Energieniveau kritisch. Die Lage scheint hoffnungslos. Ich glaube, ich muss... Jawohl, ist das ein Minenleger? Nein. Kein Geld, keine Energie. Ich muss einfach Gummiband... Nee, ich habe ja kein Geld. Gestoppt. Was ist denn das? Ja. Ach du. Ui, 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 ui. Okay. Ich muss wohl irgendwo. Ach du Scheiße. Bestätigt. Ja. Und was ist das jetzt für eine Mission? Was soll ich hier machen? Überall stehen die Einheiten rum. Belagerungszustand. Ja, toll. Aber das schaffe ich nicht. Da komme ich ja auch nicht raus, oder? Komme ich da raus? Komme ich da raus? Ich komme auf jeden Fall schon mal raus. Okay. Was ist das für eine Scheißmission? Wartet mal, kann ich einen MBF bauen? Nein, kann ich nicht. Da ist eine Basis. Wartet mal. Da ist eine Basis und der kriegt gerade Kohle. Ich muss das jetzt gerade mal hier analysieren. Es tut mir leid, aber... So. Wir wollen ja noch gar nicht mit der Mission so ganz weitermachen. Ich will ja einfach nur wissen, was der hier vorhat. Bestätigt. Der Nuklearschlag? Breche auf. Dass ich die Atombombe einfach abwarte? In Ordnung. Weil irgendwie brauche ich Einheiten. Breche auf. Das ist... Ah, hier unten ist auch noch was, ne? Breche auf. Energieniveau. Ja. Einheit. Da kommt mit einem Luftangriff. Okay. Ja, gut. Die Frage ist halt, was. Wie macht man diese Mission jetzt? Wie macht man diese Mission? Okay. Hier unten ist auch noch jede Menge Bereich eigentlich. In Ordnung. Wartet mal. Breche auf. In Ordnung.
Wartet mal, Leute. Ja, der kann uns ja ruhig bombardieren, sobald er, solange er nichts kaputt macht, ist das alles in Ordnung. So, wartet mal. Ich habe ja gar nichts hier, ne? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber vielleicht kann ich mir hier unten irgendwie in einem Dorf Kohle holen. Kann ich mir hier Kohle holen? Und ein paar Gummipanzer bauen. Das sieht verdammt gut aus. Wunderbar, Leute. Geil. Okay, dann kann ich mir jetzt zumindest mal 3 Gummipanzer holen. Silos kann ich verkaufen. Die braucht kein Mensch. Die Flachs braucht auch kein Mensch. So. Gut. Verstärkungen sind eingetroffen. Den Tempel, den kann ich wahrscheinlich noch einmal gebrauchen. Konstruktion. Was? Okay. Nuklearwaffen verfügbar. So, Leute, dann würde ich sagen, ich mache diese Folge mal 30 Minuten. Ich kann da nämlich auch ein Kraftwerk bauen. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Wartet mal. Konstruktion fertig. Ich kann ja eine Atombombe machen. So, warte mal, ist da was? Schmeiß sie mal hier rein. So. Bam! So, dann lass den mal kommen. Okay, dann kommt er jetzt nämlich hier. So, zack. Und dann können wir uns doch gleich hier rausmachen. Den brauche ich nicht mehr. Jetzt kommt er nämlich angeschissen von allen... Oh. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Okay. So. Ja, gut. Das hätte ich nicht machen sollen. Ah. Okay. Aber wartet mal. Laden. Das können wir ja nochmal laden. Ach ja. Konstruktion fertig. Ich muss einfach noch Gummipanzer bauen. Wird gebaut. Gestoppt. Einfach noch Gummipanzer bauen und mich vorbereiten hier. Stell die Minniken mal alle hier hin. So. Konstruktion fertig. Da sind mehr Minniken. Ja, das ist alles das Gleiche, ne? Das ist alles das Gleiche. So, wenn ich die... Wenn ich die Bombe halt einmal schmeiße, dann ist es halt kacke. Verstärkungen sind eingetroffen. So, wartet mal. Der muss noch fertig werden, so. Sehr gut. Gut. Dann kann ich ja das jetzt nochmal versuchen. Speichern. Mission 6 Add-on. Ich meine, schwer ist die Mission ja nicht, ne? Wir müssen das, glaube ich, einfach nur überleben. Okay. Hier steht nämlich gar nichts. Und direkt verkaufen. So. Oh. Jetzt habe ich, okay, jetzt habe ich Mist gebaut. Alles klar. Gut. Dann. Gut, ich muss warten, bis die Atombombe tatsächlich einschlägt. Und warum habe ich jetzt hier keine Energie mehr? Ich habe doch alles vertickt soweit. Ziel wählen. Gut. Nuklearsprengkopf abgefeuert. Jetzt aber. Nuklearsprengkopf. Und bam, so, er kommt. Dann kommt er jetzt, ne? So, ja. Einheit verloren. Aha. Aber er kommt irgendwie nicht mit allem. Er kommt nicht mit allem, ne? Warum das denn nicht? Haha, warum das denn nicht? Tja, GDI-Typ. Dann kann ich nämlich einen Obelisken bauen. Jetzt kommt er mit allem. Okay, jetzt kommt er mit allem.
Okay, dann macht ihr bitte die ganzen Männchen platt. Ihr macht den Mammut platt. Ach du Scheiße, okay. Da sind sehr viele Männchen. Nein, okay. Es kommt damit ein Sammler an. Oh, okay. Das war also wieder ein Schuss in den Ofen. Okay, Leute. Aber gut. Ich habe zumindest einen Anfang in dieser Mission. kann ich ja das hier verkaufen, ne? Brauche ich auch nicht. Verständlich. Verständlich, ja. Das hier brauche ich auch nicht. Wartet mal, ich habe da noch eine andere Idee, aber ist gut. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Und wie es hier weitergeht, Leute, sehen wir das nächste Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.